Sie gewinnt $5.000 beim Blackjack und verlässt daraufhin das Casino. 3 Stunden später ist sie entführt. Eine einzelne Faser und ein winziges Stück Zellophan sind die einzigen Hinweise auf ihr Verschwinden. Tunica, Mississippi, ist das drittgrößte Glücksspielzentrum in den Vereinigten Staaten. Shannon Sanderson und ihr zweiter Ehemann Robert sind gerne dort. Für den 19. April 1996 planen Shannon und Robert einen Trip nach Tunica, um dort Roberts 58. Geburtstag zu feiern. Doch kurz vorher sagt Robert ab. Er sagte ihr, dass ihm seine Töchter aus erster Ehe einen Geburtstagskuchen gebracht hätten und er etwas Zeit mit ihnen verbringen und deshalb die Abfahrt nach Tunica, Mississippi, gern verschieben würde. Das Paar streitet und Robert beschließt zu bleiben. Shannon bringt ihre Kinder aus erster Ehe zum Babysitter und fährt ohne ihn zum Casino. Sie spielt den ganzen Abend Blackjack. Am Ende hat sie $5.000 gewonnen. Sie nahm die $5.000 in bar. Man riet ihr zu einem Scheck, doch sie wollte nicht. Shannon verlässt das Casino gegen 3 Uhr nachts und fährt zum Haus des Babysitters, um ihre Kinder abzuholen. Bei ihrer Ankunft wird sie überfallen. Ihr Babysitter hört den Tumult. Sie sahen jemanden mit einer roten Kappe, der Shannon in einen roten Beretta Chevrolet drängte. Das Auto verschwindet, bevor jemand eingreifen kann. Sie fanden einen künstlichen Fingernagel, der während des Kampfes heruntergefallen war, und einen Knopf von Shannons Kleidung. Diese Spuren wurden natürlich gesichert. Eine Nachbarin kann den Angreifer identifizieren. Die Nachbarin sagte, dass Shannons Ehemann das Auto gefahren hat. Als dieser mehrere Stunden später von der Polizei verhört wird, bestreitet er jegliche Verwicklung in die Entführung. Robert sagt aus, dass seine Kinder zu einer kleinen Geburtstagsfeier dagewesen seien. Nachdem sie gegangen waren, hätte er sich ins Bett begeben. Da dies von niemandem bestätigt werden kann, bittet ihn die Polizei Tage später, einen Lügendetektortest zu machen. Sein Anwalt riet ihm, den Test nicht zu machen und uns auch keine Antworten mehr zu geben. Das war ganz anders als am Abend der Entführung gegenüber den ermittelnden Beamten. Das machte ihn verdächtig, sodass wir ihn nicht ausschließen konnten. Ein Blick hinter die Kulissen des Paares enthüllt, dass es Probleme gibt. Für beide ist es die zweite Ehe. Ihr Altersunterschied beträgt 33 Jahre. Wir haben von einigen Familienmitgliedern gehört, dass es in ihrer Ehe doch etwas mehr Ärger gab als normal. Der Streit am Geburtstag sei kein Einzelfall gewesen. Sie würden ganz regelmäßig kämpfen. Falls Robert Sanderson etwas über das Verschwinden seiner Frau weiß, verschweigt er es. Und die Polizei hat keinen Anhaltspunkt, wo sie sein könnte. Bleiben als Ansatzpunkt für die Ermittlungen nur die Augenzeugen der Entführung. Eine Zeugin behauptet nach wie vor, Shannons Ehemann gesehen zu haben. Diese Zeugin hat einen roten Beretta beobachtet und die Person als Robert Sanderson identifiziert. Das war zu diesem Zeitpunkt unser stärkstes Indiz. Robert sagt aus, er besäße gar keinen Beretta. Dennoch ist er verdächtig, denn nur wenige Personen wissen von Shannons Aufenthaltsort an diesem Abend. Er war jemand, der eine Menge Geld mit Überwachungstechnik verdient hatte und daher Dinge wusste, von denen der Durchschnittsbürger auf der Straße nichts wusste. Neben den Gerüchten um Eheprobleme stoßen die Ermittler auch auf ein mögliches finanzielles Motiv. Es gab einen Ehevertrag. Er wurde nachträglich unterzeichnet und sicherte ihr eine Wohnung zu und $10.000, falls es zu einer Scheidung oder Trennung kommt. Da
Dieser Vertrag wurde nur 2 Wochen vor Shannons Verschwinden unterschrieben. Diese Tatsache war zu beachten, denn das ist nicht bei jedem Mord oder jeder Entführung so, die die Memphiser Polizei untersucht. Das war ungewöhnlich. Es vergehen Wochen ohne ein Lebenszeichen von Shannon. Familie und Freunde verteilen in der ganzen Stadt Vermisstenposter und die Polizei bittet die Öffentlichkeit um ihre Mithilfe. Zudem befragen die Beamten Shannons Ex-Ehemann Michael. Die beiden sind erst seit 1,5 Jahren geschieden. Ich hatte keine Ahnung, was passiert sein könnte. Einer der Beamten sagte, ich sei ein Verdächtiger. Sie haben mich innerhalb einer Woche immer wieder in Memphis verhört. Michael sagt aus, er habe in der Nacht der Entführung in einer Chemiefirma gearbeitet. Sein Alibi bestätigt sich. Dann findet die Polizei heraus, dass es noch einen Mann in Shannons Leben gibt. Mit Brad Muskamp hat sie sich nach ihrer Scheidung und vor ihrer Eheschließung mit Robert einige Male verabredet. Möglicherweise ist Muskamp verärgert darüber, dass Shannon ihn fallen ließ. Es gab Probleme zwischen ihm und Shannon Sanderson. Er rief an und belästigte sie und er verfolgte sie mit dem Auto. Einmal blockierte er ihren Wagen und erschreckte sie. Shannon zeigt Brad an und erlangt eine einstweilige Verfügung. Doch im Fall von Shannons Entführung bestreitet auch Muskamp jegliche Verwicklung. Ein Alibi bekam ihr Ex-Freund von seiner Mutter. Er war zu Hause und hat geschlafen. Seine Mutter verbürgte sich dafür und das schien glaubwürdig. Auf der Suche nach einer heißen Spur überprüft die Polizei Shannons Aufenthaltsorte in der Nacht der Entführung. Sie beginnt in Sam's Town Casino in Tunica. Erneut rückt Robert Sanderson in den Fokus der Ermittlungen. Ein Casino-Manager ist sich sicher, das Paar in der Nacht gesehen zu haben. Er erinnerte sich, Shannon und Robert Sanderson streitend gesehen zu haben. Er behauptete sogar, dass sich Shannon Sanderson verängstigt vor Robert Sanderson in eine Ecke des Casinos verkrochen hätte. Der Casino-Manager behauptet zudem, dass Robert Sanderson ihn gebeten hätte, falls nötig, ein Alibi zu geben. Er erinnerte sich daran, dass Robert Sanderson nach der Entführung von Shannon Sanderson zurück ins Casino kam und zu Mr. Birchfield sagte, Sie wissen, ich war heute Nacht nicht hier. Monate nach Shannons Verschwinden findet ein Mann in einem abgelegenen Bauernhaus die Überreste einer Leiche. Anhand der Zähne wird festgestellt, es ist Shannon Sanderson. Shannon war hinter dem Ohr in den Kopf geschossen worden. Ein Schuss, der tödlich war. Zuvor ist sie mehrere Male ins Gesicht geschlagen worden. Ihr Kiefer war zerstört, Zähne waren lose, einer sogar zerbrochen. Shannons 5000 Dollar Gewinn und ihr Schmuck wurden gestohlen. Das lässt vermuten, dass das Motiv für den Mord Raub ist. Die 25-jährige Shannon Sanderson wird ermordet in einem abgelegenen Bauernhaus aufgefunden. Sie hinterlässt 3 kleine Kinder aus erster Ehe, damals im Alter von 3, 5 und 7 Jahren. Ich habe ihnen erzählt, was für eine gute Person sie war. Eine liebende Mutter. Sie hat immer sehr für sie gesorgt und macht das noch bis zum heutigen Tag. Sie wird ihre Kinder auch weiterhin beschützen. Hauptverdächtiger ist Shannons Mann aus zweiter Ehe, Robert. Er kann für die Nacht des Mordes kein solides Alibi vorweisen. Ein Casino-Angestellter behauptet, Robert am fraglichen Abend gemeinsam mit Shannon im Casino gesehen zu haben. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras beweisen, dass Shannon da gewesen ist. Doch Robert ist nicht zu sehen. Wir konnten feststellen, dass es in der Nacht keine Auseinandersetzung gegeben hatte und dass Robert nicht in Samstown gewesen ist. Wir konnten genau nachvollziehen, wo sie war und wer bei ihr war, als sie ging. Robert war natürlich nicht da.
Die Ermittlungen im Mordfall Shannon ziehen sich bereits seit Wochen. In der Zeit hat die Polizei zahlreiche Anrufe zum Verbrechen bekommen. Einer kam von einer Frau namens Sharon Powers. Sie rief bei der Polizeibehörde von Memphis an und sagte, dass ihr Ehemann Gerald Lee Powers am Abend der Entführung in Samstown Casino gewesen ist. Er fuhr einen roten Barretta und trug eine rote Baseballkappe. Das war alles, was sie der Polizei erzählte. Eine Überprüfung ergibt, dass der 41-jährige Gerald Powers ein arbeitsloser Bauarbeiter ist, mit krimineller Vergangenheit. Gerald Lee Powers hatte eine Vergangenheit im Belästigen von Frauen. Bei einer Unbekannten sprang er ins Auto und bedrohte sie mit gezücktem Messer. Wie durch ein Wunder konnte sie entkommen und sich retten. In einem anderen Fall brach er in das Haus einer Frau ein, schlug sie mit einer Bratpfanne und stahl ihr Geld und Schmuck. 7 Jahre hat Powers für seinen letzten Überfall im Gefängnis gesessen. Über Shannons Mord können die Beamten nicht mit ihm sprechen, denn er ist verschwunden. Erst einen Monat später nimmt ihn die Polizei an der mexikanischen Grenze fest, bei dem Versuch, wieder in die USA einzureisen. Sie zogen ihn raus und Powers stieg mit einem Messer aus. Der Grenzbeamte zog seine Waffe und Powers entschied sich gegen einen Messergewehrkampf. Er gab auf. Powers fährt einen roten Beretta. Das Modell, das die Zeugen bei Shannons Entführung gesehen haben. Doch Powers behauptet, ein Alibi für die Nacht des Mordes zu haben. Wir waren nicht sicher, ob er etwas mit der Sache zu tun hatte. Den Beamten erzählte er, dass er einen kranken Freund besucht hatte. Der Freund lebt in Clarksdale, etwa 50 Kilometer entfernt vom Casino. Er bestätigt das Alibi. Doch in Powers Kofferraum finden die Ermittler einen künstlichen roten Fingernagel. Er ähnelt dem vom Entführungsort. Die Polizei veranlasst die Exhumierung von Shannons Leiche. Wir mussten sicher gehen, dass es ihre Fingernägel waren, die wir entdeckt hatten. Wie erwartet, hat Shannon künstliche Fingernägel auf ihre Nägel geklebt. Die Beweise werden zum Vergleich ins Labor geschickt. Wir erhielten mehrere künstliche Fingernägel. Einen vom Ort der Entführung, einen von der Autopsie des Opfers und einen aus dem Kofferraum des Verdächtigen. Mikroskopisch betrachtet passt der Fingernagel vom Ort der Entführung zum künstlichen Nagel von der Leiche. Der Fingernagel aus Gerald Powers Kofferraum jedoch unterscheidet sich sowohl in Form als auch in Farbe von Shannon Sandersons Nägeln. Der Fingernagel aus dem Kofferraum des Verdächtigen unterschied sich von den Fingernägeln des Opfers. Als sich herausstellte, dass die Nägel nicht übereinstimmen, waren wir geschockt. Jeder dachte, es passt. Doch das tat es nicht. Um herauszufinden, ob Gerald Powers am Abend von Shannons Entführung im Casino Samstown gewesen ist, bitten die Ermittler das Casino-Management um Erlaubnis, sich die Videoaufzeichnungen noch einmal anschauen zu dürfen. Wir hatten Glück, denn normalerweise sind die Kameras auf die Tische ausgerichtet, an denen gespielt wird. In dieser Nacht waren einige Tische schon fertig und an ihnen wurde das Geld eingesammelt, früh am Morgen. Eine Kamera war verstellt, nicht richtig positioniert. Diese Kamera fängt das Bild eines Mannes mit weißen Turnschuhen ein. Er steht am Balkon und schaut auf den Blackjack-Tisch, an dem Shannon Sanderson spielt. Der Mann fährt die Rolltreppe runter und geht an den Blackjack-Tischen vorbei. Beim Kassierer bekommt Shannon ihre 5000 Dollar. Ein Sicherheitsbeamter vom Casino begleitet sie auf den Parkplatz zu ihrem Auto. 30 Sekunden später folgt der Unbekannte. Die meisten Videoaufzeichnungen sind schwarz-weiß. Doch eine Kamera zeichnet ihn auch in Farbe auf. Die Baseballmütze ist rot und die Person scheint tatsächlich Gerald Powers zu sein. Ich war begeistert.
Es war eine Menge Arbeit, diesen Kerl zu finden. Wir haben mehrere hundert Stunden gesichtet. Das war sehr ermüdend. Doch als wir den Kerl letztlich hatten, war das ein feierlicher Moment. Aber die Ankläger brauchen mehr Beweise, bevor sie Powers vor Gericht stellen und verurteilen können. Doch die fehlen. Dann nimmt der Fall eine überraschende Wendung. Sharon Powers, die Ehefrau des Verdächtigen, führt die Polizei zu Shannon Sandersons gestohlenem Schmuck. Powers hat seiner Frau das Versteck verraten. Er erzählte ihr, dass er den Schmuck hinter der B&W Lounge in einem alten weggeworfenen Sofa versteckt hat. Und falls sie ihn benötigen würde, wäre er dort. Der Schmuck ist tatsächlich da. Eingewickelt in Staniolpapier und rötliche Klarsichtfolie. Im Haus der Powers finden die Ermittler ähnliche Klarsichtfolie. Im Kriminallabor schneiden die Wissenschaftler von beiden Klarsichtfolienproben kleine Splitter ab und untersuchen sie per Mikrospektralfotometrie. Mikrospektralfotometrie ist, trivial gesagt, ein Farbmessgerät, insbesondere für Mikrospuren, speziell für Fasern. Und da die Industrie zumeist ihre Farbgebung chargenmäßig ansetzt, kann man mithilfe dieses Gerätes auch Zuordnungen von hoher Qualität vornehmen. Infrarotlicht wird durch jede Probe geschickt. Wie viel die einzelne absorbiert, zeigt ein Diagramm an. Die einzelnen Peaks geben an, aus welchen Farbmischungen die Farbe sich zusammensetzt. In der Regel werden keine reinen Farben genommen, sondern Farbmischungen. Und diese verschiedenen Peaks stellen diese Mischungen dar. Und da eine Mischung recht unterschiedlich sein kann, haben wir hier sehr gute Zuordnungsmöglichkeiten zwischen Spurenfasern und Vergleichsfasern. Beide Proben haben dieselbe Zusammensetzung. Wer behauptet, das könne man schon mit dem bloßen Auge sehen, der irrt. Denn das menschliche Auge kann nur 110 Farben unterscheiden. Das Mikrospektralfotometer hingegen mehrere tausend. Das Ergebnis ist also eindeutig. Meine Schlussfolgerung war, dass die Plastikfolie, die benutzt wurde, um Shannons Schmuck einzuwickeln, von der Rolle stammte, die im Haus des Verdächtigen sichergestellt wurde. Wir waren entzückt. Das war in unseren Augen sehr belastend. Und wir wussten, dass es das auch für die Geschworenen sein würde. Noch einmal durchsuchen die Ermittler gründlich das Auto von Powers. Nicht ganz so ausgestattet wie bei CSI mit Staubsauger, sondern mit einer Fusselbürste gingen wir durch das ganze Auto. Auf dem Klebeband fällt eine Faser auf. Es ist eine schwarze Wollfaser. Ich bemerkte, dass die Färbung ungleichmäßig über die Faser verteilt war. Im Innern war die Wollfaser so eine Art Mokkabraun. Ich hatte also eine einzigartige Farbverteilung über die Faser. Fasern des schwarzen Rocks, den Shannon getragen hat, als sie ermordet wurde, werden mit den schwarzen Fasern aus Powers Fahrzeug verglichen. Schon unter dem Mikroskop scheint es so, als hätten sie dieselbe ungleichmäßige Farbverteilung. Und nach der Untersuchung mit dem Mikrospektralfotometer ist klar, es gibt keine Unterschiede. Beide stammen von Shannon Sandersons Rock. Oh, das ist aufregend. Und der Grund, weshalb die meisten von uns beim FBI sind. Wir wollen die Wahrheit herausfinden. Bei diesen Gewaltverbrechen gibt es selten Zeugen. Und dann können wir uns immer auf diese Beweise zurückziehen, wenn die Personen in Kontakt gekommen sind. So finden wir die Wahrheit, präsentieren die Wahrheit und fühlen uns gut. Denn die Gerechtigkeit hat gesiegt. Die Ankläger wissen, dass Gerald Powers Shannon Sanderson beim Blackjack-Spielen beobachtet hat. Er folgt ihr zum Kassierer, der ihre Chips in 5000 Dollar Bargeld umtauscht. Dann fährt er offensichtlich 45 Minuten lang bis zum Haus des Babysitters hinter Shannon her.
Als sie aus ihrem Auto steigt, schlägt Powers sie bewusstlos und zerrt sie in sein Auto. Niemand weiß, wohin er dann gefahren ist. Doch irgendwann muss er Shannon getötet haben. Er stiehlt den Casinogewinn und ihren Schmuck, ehe er die Leiche in einem verfallenen Bauernhaus ablegt. Er wusste, dass er Shannon nicht leben lassen durfte. Bei all seinen vorherigen Entführungsversuchen überlebten die Frauen und konnten ihn identifizieren. Im Dezember 1998 wird Gerald Powers wegen des Mordes an Shannon Sanderson schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Die forensischen Beweise in diesem Fall waren überwältigend und zwingend. Nachdem alles vorüber war, erzählte uns ein Geschworener, dass sie von einer Welle von Beweisen getragen wurden, vom ersten bis zum letzten Zeugen. Und dass wir ihnen keine Wahl ließen, außer Gerald Powers, wie gefordert, schuldig zu sprechen. Die Faser aus der Kleidung hat sie mit dem Auto verbunden. Das war das i-Tüpfelchen. Es wäre ohne die Faser schwer gewesen, die 12 Geschworenen davon zu überzeugen, dass er den Mord tatsächlich begangen hat. Drei Bombenexplosionen in einem Radius von 2 Kilometern können kein Zufall sein. Niemand übernimmt die Verantwortung für die Anschläge und die Opferauswahl scheint beliebig. Zum Verhängnis werden dem Bombenleger letztlich winzige Markierungen auf einem Stück Metall und seine unkontrollierte Wut. Der größte Arbeitgeber in Grand Junction, Colorado, sind weder die Ski- noch die Weinindustrie, die sich über die letzten Jahre stark entwickelt haben. Erstaunlicherweise ist es das Schulwesen. Dennis Lamb war Lehrer an der örtlichen Berufsschule. Ich unterrichtete EDV, Computerreparatur und Videoproduktion. Das ist hauptsächlich für Studenten, die nicht ins Bild eines Akademikers passen, aus welchen Gründen auch immer. An einem Februarabend im Jahr 1991 besuchen Dennis und seine Kollegen eine Preisverleihung im Convention Center in Grand Junction. Als sie nach der Veranstaltung zu ihren Autos gehen, werden sie von einer ohrenbetäubenden Explosion überrascht. Ich dachte, ich wäre beschossen und in den Unterschenkel getroffen worden. Doch es ist die Explosion einer Bombe, etwa 30 Meter entfernt. Ein Stück Schrapnell hat das Bein von Dennis verletzt. Ein explosiver Gegenstand war an einem Auto angebracht worden. Er fiel von dem Fahrzeug höchstwahrscheinlich auf den Boden und detonierte. Ich glaube nicht, dass jemand speziell hinter mir her war, schon allein wegen des Tatortes nicht. Glücklicherweise erleidet Dennis keine bleibenden Schäden. Niemand bekennt sich zu dem Anschlag. Aufgrund der Anzahl der Splitter folgern Bombenexperten aber, dass es die Explosion einer kompliziert konstruierten Rohrbombe gewesen sein muss. Wir erstellten Schemata, anhand derer wir festhalten, wie weit Bombensplitter fliegen. Das wiederum machen wir, um sagen zu können, wie gut eine Bombe konstruiert worden ist. Eine Rohrbombe, die in 2 Stücke zerfällt, ist offensichtlich nicht sehr wirkungsvoll. Explodiert sie in 32 Teile, hat jemand eine bessere Rohrbombe gebaut. 3 Wochen später will die Familie Gomez zum Einkaufen in ein nahegelegenes Einkaufszentrum. Alle steigen in einen Van. Als das Auto losfährt, gibt es eine Explosion. Wir haben einen Notfall. Irgendetwas ist mit meinem Auto passiert und meine kleine Schwester hat was im Rücken. Sie blutet sehr stark. Okay, halten Sie durch. Beeilen Sie sich. Der Rettungstrupp ist unterwegs. Doch es ist bereits zu spät. Als der Notarztwagen eintrifft, ist die 12-jährige Maria González tot. Bei der Explosion ist ein Stück Schrapnell durch die Rückenlehne des Sitzes direkt in Marias Herz eingedrungen. In Grand Junction, Colorado, passieren nicht viele Morde.
Das tragische Schicksal dieses kleinen Mädchens war sehr bestürzend und schockte die gesamte Gemeinde. Ansonsten ist kein weiterer Insasse des Vans ernsthaft verletzt. Die Ermittler entdecken, dass die Bombe auf dem linken Hinterreifen des Vans platziert worden ist. Der Tatort liegt nur 2 Kilometer von der ersten Explosion entfernt. Erneut bekennt sich niemand zu dem Anschlag. Erneut ist nicht ersichtlich, warum die Familie González das Anschlagsziel ist. Es stellte sich die Frage, ob wir es mit einem Serienbombenleger zu tun haben oder einem Trittbrettfahrer, der von der ersten Explosion gehört hatte und jetzt eine zweite in der Innenstadt verursachte. Was hatten wir überhaupt? Gut, eines wussten wir. Wir hatten ein Problem. Beide Bomben von Grand Junction wurden mit hohem technischem Wissen gebaut. Und beide Bomben wurden mit einer 9-Volt-Batterie ausgestattet und jeweils an ein Fahrzeug angebracht. Sobald sich dieses bewegte, sind die Sprengkörper explodiert. Wenn man eine Rohrbombe baut und sie als Sprengfalle installieren will, versucht man sie so zu platzieren, dass die Zielperson sie bewegt, erschüttert, kippt oder dreht und sie damit auslöst. In den Trümmern finden die Ermittler gewölbtes Glas, die Kapsel eines Quecksilberzünders. Der Quecksilberauslöser verbindet und explodiert. Wenn solche Bomben detonieren, entsteht eine enorme Wucht. Kraft und Geschwindigkeit sind größer als bei einem Schuss mit einer Pistole Kaliber .45. Ein Quecksilberzünder besteht aus einem kleinen Röhrchen, das mit dem flüssigen Metall gefüllt ist. Ein hochempfindliches Gerät, das der Bombenleger offensichtlich vorsichtig per Hand zu den Tatorten getragen hat. Wenn man es schließt, muss man es in der Position tragen, in der man es gebaut hat. Wenn man es kippt oder seitwärts dreht, geht es hoch. Deshalb machen das nur wenige Leute, es sei denn, sie sind nicht ganz bei Trost. Die Ermittler durchforsten ihre Akten nach vorbestraften Bombenbauern. Einer von ihnen ist Shannon Keith, ein Fabrikarbeiter, der nur 10 Minuten außerhalb der Stadt in Clifton wohnt. Er ist vor mehr als einem Jahr wegen Rohrbombenbesitz zu 2 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Er hatte mit Rohrbomben zu tun, doch es gab entscheidende Unterschiede zu den Rohrbomben, über die wir jetzt reden. Keith behauptet, nicht in Grand Junction gewesen zu sein, als die Bomben gelegt wurden. Die Überprüfung seines Alibis bestätigt dies und schließt ihn als Verdächtigen aus. Ein näherer Blick auf die Bombensplitter ergibt, dass die stählernen Endkappen eine Markierung vom Hersteller besitzen. Da ist ein Kreis auf den Enden der Kappen. Und im Inneren hat dieser Kreis ein Quadrat. Der Hersteller kommt aus Taiwan. Es handelt sich um ein minderwertiges Produkt, das nach Amerika importiert, hier aber später nicht weiterverkauft wurde. Aufgrund der minderen Qualität des Produktes wird es in den Vereinigten Staaten nicht sehr lange verkauft. Die Ermittler sind überzeugt, dass der Bombenleger unberechenbar ist. Dieser Fall war einzigartig, weil wir einen Täter hatten, der seine Bomben zufällig in der Öffentlichkeit platziert, um wahllos Menschen zu töten. Das ist anders, als wenn ich mitten in einer Scheidung sauer bin, weil ich mich ausgenommen fühle. 3 Monate später verlassen Henry Rubble und seine Frau Suzanne ein Restaurant in der Innenstadt. Als sie in ihren Wagen steigen wollen, bemerken sie auf der Beifahrerseite eine Tragetasche auf der Erde. Henry Rubble ist auf der Stelle tot. Jeder war erschrocken, denn Henry war sehr beliebt. Es wurde uns ein positiver Mensch genommen. Wir hatten Angst, man konnte nirgendwo mehr hingehen. Die Frage war, wo geht die nächste hoch? Henrys Körper schützt seine Frau vor der Detonation. Sie bleibt unverletzt. Bei solch einer Explosion fliegt eine Menge Schrapnell durch die Luft.
Es war eine Gnade Gottes, dass sie nicht getötet worden ist. Diese Bombe ist die bisher stärkste. Das Schrapnell hat den Wagen durchstoßen. Und Teile davon wurden sogar noch zwei Häuserblöcke weitergefunden. In den Trümmern finden Bombenexperten Stücke des minderwertigen Metalls und das geformte Glas eines Quecksilberzünders. Dieser Anschlag ist nicht das Werk eines Trittbrettfahrers. Es ist derselbe Täter und seine Bomben werden größer und durchschlagskräftiger. Wir haben alle Verständnis für Frustration und Ärger. Wir können aber nicht verstehen, wenn man schon ein 12-jähriges Mädchen getötet hat, dass man dann weitermacht. Grand Junction ist innerhalb von 3 Monaten durch 3 Bombenanschläge erschüttert worden. Baukomponenten belegen, dass die Bomben von derselben Person stammen. Unter den Opfern gibt es keine Verbindung. Der Täter tötet wahllos. Aber warum? Wir versuchten herauszufinden, ob es irgendeine Verbindung zwischen den Opfern gibt. Die Bomben wurden zufällig platziert, was die Gefahr mit sich brachte, dass jeder zum Opfer werden konnte. Die Bomben ähneln sich in ihrer Konstruktion und sie sind in derselben Gegend platziert worden. Wenn ich die Unterschiede der Bomben beschreiben soll, dann sehe ich vom ersten bis zum letzten Anschlag den Versuch, eine bessere Bombe zu bauen, mit höherer Verletzungs- und Todesgefahr. Da bei allen Anschlägen ein Quecksilberzünder eingesetzt wurde, gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter die Bomben per Hand zum Tatort trägt und sein Leben nicht während einer Auto- oder Busfahrt riskiert. Das könnte wiederum bedeuten, dass er ganz in der Nähe der Tatorte lebt, also beim Two Rivers Convention Center. Muss er ein Auto haben? Nein. Kann er es zu Fuß machen? Ja. Die Ermittler erkundigen sich beim Convention Center Management, ob sie einen verärgerten Mitarbeiter oder Ex-Angestellten haben. Sie gingen ihre Angestelltenliste durch und letztlich hatten sie an einen Mann gedacht, einen früheren Mitarbeiter, der nicht in die Gruppe passte. Sein Name ist James Genrick. Der 29-Jährige arbeitet als Geschirrwäscher in der Cafeteria des Convention Centers, bevor er 3 Monate vor den Anschlägen seinen Job aufgibt. Ein verärgerter Angestellter, den sie letztlich nicht mehr wollten. Es war aber wohl im gegenseitigen Einverständnis. Genrick lebt in einer Pension, nur 2 Häuserblöcke entfernt vom Convention Center. Sorgfältige Nachforschungen ergeben, dass Genrick wegen kleinerer Delikte wie Diebstahl und Vandalismus aufgefallen ist. Im Gefängnis war er nie. Er passte auf das Profil. Nicht nur, weil er ein weißer Mann in der gesuchten Altersgruppe war, sondern weil er ein Einzelgänger war, der jeden Tag Probleme hatte, mit seinem Leben fertig zu werden. Als Genrick von der Polizei befragt wird, bestreitet er jede Verwicklung und erlaubt eine Durchsuchung seines Zimmers. Weder explosive Stoffe noch andere Materialien für den Bombenbau werden gefunden. Ich besitze keine Rohre, Explosivstoffe, Bomben oder so etwas. Ich habe nichts mit Bomben zu tun. In Genricks Zimmer finden die Ermittler eine handgeschriebene Notiz auf der Rückseite eines Briefumschlags. Darauf steht: An alle, die es angeht. Valentinstag kommt und ich habe noch immer keine Liebste. Alles, was ich will, ist eine Freundin. Doch diese Mädchen wollen sich nicht einmal mit mir unterhalten. Wenn sie mir nicht helfen, eine Freundin zu finden, dann muss ich heute Abend einige arme Fremde töten. Ja, das habe ich geschrieben, als ich betrunken, angepisst und in schlechter Stimmung war. Diese Schlampen wollen nicht einmal mit mir reden. Wenn ich nicht glücklich sein kann, muss ich eine töten. Ich bin eine Zeit lang zum Therapeuten gegangen. Er sagte, ich solle diese Dinge aufschreiben und dann wegschmeißen. Offensichtlich habe ich nicht alles weggeworfen. Nachforschungen ergeben, dass Genrick in einem Geschäft versucht hat, ein Buch zu bestellen mit dem Thema »Wie baue ich eine Bombe?« Er wurde gefragt, wozu benötigen Sie dieses Buch, in dem erklärt wird, wie eine Bombe gebaut wird. Er antwortete, oh nein, das Buch brauche ich aus anderem Grund. Netter Versuch.
Die Verkäuferin in dem Buchladen weigert sich, das Buch zu bestellen. Er bekam einen Wutanfall. Ja, wir haben hier einen erwachsenen Menschen, der ausflippt, weil eine Frau sich weigert, ihm ein Buch zu bestellen. Doch das ist kein Beweis für die Morde. Da die Ermittler nicht genug Beweise haben, um Genrick zu verhaften, observieren sie ihn, ohne den Versuch, dies zu verheimlichen. Das ging über 3 oder 4 Monate und war sehr stressig. Manchmal war es sogar verrückt, denn sie gingen 10 Meter hinter mir mit ihren Walkie-Talkies in den Händen. Sie wollten jeden wissen lassen, dass sie mich verfolgten. Interessanterweise gibt es während der Zeit keine weiteren Bombenanschläge. Und die Ermittler erfahren 2 neue Dinge über Genrick. Erstens, er hat vor einigen Jahren in Arizona einen Elektronikkurs belegt. Und zweitens, seine Mutter wollte ihn zum Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik überreden. In ihrem Antrag war erwähnt, dass es ihn frustrierte, wenn Menschen ihn anschauten. Er warf dann zum Beispiel Steinbrocken auf ihre Autos, wenn sie im Urlaub waren. Eines Abends ist er nach draußen gegangen und hat einen Nachbarn beschimpft. Solche Sachen hat er gemacht. Die Ermittler durchsuchen Genricks Pension ein 2. Mal. Auch bei der 2. Durchsuchung fanden wir keine Rohrenden, galvanisierte Rohre, Schießpulver oder so etwas. Aber wir entdeckten Werkzeug, das er in seinem Apartment hatte. Er hatte elektrische Kreisläufe dort und Kabelmaterial. Die Beamten schicken das Gefundene zu John O'Neill, einem Experten für Werkzeugspuren vom Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. Er verbringt Monate damit, die über 300 Fragmente der Bombenanschläge von Grand Junction auf Werkzeugspuren zu untersuchen. Er findet einige. Um vergleichen zu können, nimmt er Genricks Werkzeug und erzeugt damit Vergleichsspuren. Beißzangen sind benutzt worden, um die Kappen festzuziehen. Dabei sind aussagekräftige Markierungen zurückgeblieben, die die Explosion überstanden haben. Wir schauen uns die Topographie der Oberfläche an. Stammt die Markierung von dem Werkzeug? O'Neill findet dieselbe Anzahl Streifen mit derselben Dicke auf den Testproben, die mit Genricks Werkzeug hergestellt wurden, und auf den Endkappen der Bomben. Und auch unter dem Mikroskop stimmen die Proben perfekt überein. Selbst an Drähten, die um die Bombe gewickelt waren, hat O'Neill markante Werkzeugspuren gefunden. Als er diese mit den Markierungen von Genricks Drahtzange vergleicht, stimmen auch sie perfekt überein. Die Annahme, dass es ein anderes Werkzeug gewesen sein könnte, ist unwahrscheinlich. Die Werkzeugspuren einem Werkzeug zuzuordnen, das sich im Besitz des Verdächtigen befunden hat, ist sehr belastend. An einem Kabel mit einem winzigen Durchmesser hat O'Neill nicht nur die Werkzeugspuren von Genricks Zange gefunden, er hat auch festgestellt, dass dieses Kabel vom selben Hersteller stammt wie die anderen Kabel, die bei den Bombenanschlägen verwendet worden sind. Wir konnten tatsächlich alle 3 Werkzeuge den Spuren zuordnen und herausfinden, dass die Drähte alle in derselben Maschine hergestellt worden sind. Doch was ist das Motiv? Genrick hat keinen festen Job, kein geregeltes Einkommen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, und keine feste Beziehung. Als er dann seinen Job als Geschirrwäscher im Convention Center verliert, ist das Maß voll. Er verkriecht sich die nächsten Monate in seinem gemieteten Zimmer und plant seine Rache. Besondere Psychopathen kommen sehr bald zu dem Punkt, die ganze Welt ist gegen mich. Jetzt rechne ich ab. Ich brauche das. Ich muss jemanden töten. Ich finde keine Freundin, dann muss ich rausgehen und töten. Er nutzt sein elektronisches Wissen, um große und tödliche Bomben zu bauen. Genrick ist penibel genug, um keine Schießpulverrückstände in seinem Zimmer zurückzulassen. Doch er weiß nicht, dass sein Werkzeug einzigartige Spuren hinterlässt, die die Explosion überstehen. Trotz der Beweise
bestreitet Genrick jegliche Beteiligung. Ich war Einzelgänger, oft angepisst, schlechter Stimmung. Ich glaube, sie wollten jemandem dieses Verbrechen anhängen und erreichten es, indem sie es mir anhingen. Emotion. Wir nennen das menschliche Emotionen. So etwas kennt er nicht. Er ist davon wie abgeschnitten. Doch das Erste, was er einem erzählt, ist, ich bin normal. Die anderen sind beschissen. Darum habe ich ein Problem. Er erzählt dir, ich bin ein netter Kerl, doch ich töte andere, weil ich von den Leuten falsch behandelt worden bin. Hallo? Hallo. Im Mai 1993 wird James Genrick wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, ohne Aussicht auf Bewährung. Ich habe einen Anwalt, der noch immer an meiner Berufung arbeitet. Das ist im Moment meine größte Hoffnung. Hoffentlich sieht das hier jemand, der vortritt und sagt, ich weiß, wer es wirklich getan hat oder so etwas. Man kann nie wissen. Ich würde ihm gerne eine reinhauen. Ich spüre noch immer eine Menge Hass, denn er hat mich um etwas betrogen, worauf ich ein Recht habe. Henry war mein Vater. Er hat ihn mir genommen. Die Ermittler sind sicher, dass Genrick weiter getötet hätte, wäre er nicht gefasst worden. Doch traditionelle Polizeiarbeit entdeckte ihn und forensische Wissenschaft sorgte für seine Überführung. Es gab eine Menge Indizien, die auf ihn hindeuteten. Doch man steckt niemanden für den Rest seines Lebens ins Gefängnis aufgrund von Indizien. Das muss bewiesen werden und ich denke, das haben die Aussagen von John O'Neill und Jerry Taylor eindrucksvoll getan. Dieser Mann wird vor seinem Haus ermordet. Was verrät sein Herzschrittmacher über die Tat? Und Mord im Tante-Emma-Laden. Blutspritzer sind die einzige Spur. Medical Detectives.